Liebe Studentin, lieber Student, auf dieser Grammatiktafel geht es um die reflexiven Verben und um das Reflexivpronomen. Reflexive Verben sind zum Beispiel sich waschen, sich rasieren, sich freuen und so weiter. Reflexiv bedeutet, das Reflexivpronomen nimmt Bezug auf das Subjekt. So, erstens, es geht um das Reflexivpronomen im Akkusativ. Ich konjugiere das Verb sich waschen. Ich wasche mich. Du wäschst dich. Er, sie, es wäscht sich. Wir waschen uns. Ihr wascht euch. Sie waschen sich. Das war das Reflexivpronomen, wenn kein Akkusativobjekt im Satz steht. So, anders, wenn ein Akkusativobjekt im Satz steht. Nochmal, ich wasche mich. Das Reflexivpronomen steht hier im Akkusativ. Steht ein Akkusativobjekt im Satz, zum Beispiel die Hände, dann steht das Reflexivpronomen im Dativ. Und das heißt, ich wasche mir die Hände. Mir ist Dativ. Das gleiche gilt für die zweite Person Singular. Also, du wäschst dich, aber du wäschst dir die Hände. Ja? Diese Besonderheit gilt nur in der ersten Person Singular und in der zweiten Person Singular. Im Plural sind die Reflexivpronomen gleich. Uns, uns, euch, euch. In der dritten Person ist das Reflexivpronomen immer sich. Dankeschön.